Staunen ist der Ausgangspunkt aller Philosophie. Diese Erkenntnis stammt von dem griechischen Philosophen Aristoteles. Wir möchten Ihnen, verehrte Damen und Herren, heute von jener Kunst erzählen, deren Philosophie das Staunen ist. Einer Kunst, die nichts Geringeres als Wunder zu ihrem Gegenstand gemacht hat. Wir wollen von unserer Profession erzählen. Wir sind nämlich Zauberer. Natürlich können wir nicht richtig zaubern. Wenn wir es könnten, stünden wir dann hier? Dass wir dennoch Zauberkünstler sind, hat damit zu tun, dass Sie glauben, wir können zaubern. Die Zauberei wird auch die Kunst der Täuschung genannt, die erst durch Sie zum Rätsel, zum Geheimnis wird. Erst Sie machen unsere Täuschungen zu Wundern. Wir können gar nicht zaubern, Sie zaubern. Der Zauberkünstler lässt Dinge erscheinen. Und er lässt sie verschwinden. Er ändert die Gestalt der Dinge. Er verwandelt. Erscheinen, verschwinden, verwandeln. Ein Kunststück, das all diese drei Elemente in sich hat, ist das Becherspiel, dessen Requisiten zu Symbol der Zauberkunst wurden. Drei Becher, drei kleine Kugeln und der Zauberstab. Das Becherspiel ist einer der ältesten Täuschungen, die uns überliefert sind, eine Art Urillusion. Worin besteht nun diese Täuschung? Der Philosoph Sextus Empiricus aus der Schule der Skeptiker warnte im 2. Jahrhundert nach Christus: Ebenso wie wir das, was die Taschenspieler zeigen, für nicht wirklich halten, sondern vielmehr wissen, dass sie täuschen, so dürfen wir nicht falschen Beweisen trauen, die nur den Schein erwecken, als ob sie richtig wären, selbst wenn wir nicht genau wissen, inwieweit sie verfänglich sind. Deshalb hießen die Zauberkünstler bei den Römern auch Prestigiatoren, abgeleitet von dem Substantiv Prestigia, Blendwerk. Im Französischen ist diese Berufsbezeichnung bis heute in dem Prestidigitateur erhalten. Wie gesagt, kein anderes Experiment der Zauberkunst lässt sich durch die Jahrtausende so weit zurückverfolgen wie das Becherspiel. Als eine Erbschaft aus dem Römischen Reich hat auch das Mittelalter seine fahrenden Gaukler, die durch die Lande ziehen. Bärentreiber, Springer, Seiltänzer, Possenreißer und eben auch Zauberkünstler. Unter freiem Himmel, auf Marktplätzen und Jahrmärkten finden sie ihr Zufallspublikum, das sie in Staunen versetzen. Sie heißen Taschenspieler, weil sie all das, was sie für ihre Illusion brauchen, in einer Beuteltasche mit sich führen. Becher, Bälle, Spielkarten, Würfel, Zauberstab. Der Taschenspieler war durch die Jahrhunderte eine geläufige Figur. In den Planetenbüchern des 15. Jahrhunderts, in denen Macht und Einfluss der Gestirne auf das Schicksal der Menschen sinnbildlich dargestellt wurden, finden sich immer wieder Bilder von Zauberern. Und zwar auf jenen Blättern, die zeigen, welche Berufe den Wirkungen des Mondes unterstehen, symbolisiert durch eine Frau. Sie präsentierten nicht nur das Becherspiel, sondern auch Fakir-Illusionen, schluckten Feuer, jagten sich präparierte Messer durch die Nasen. Was sagst du, Vitus? Zeigten ihre Unverwundbarkeit, verblüfften durch Entfesselung und Fesselungskunststücke oder durch Enthauptungsspektakel, so wie sie aus dem Ägypten der Pharaonen überliefert waren. Thank you.
Mit jedem Beruf verbindet man eine Art Berufung, die Antwort gibt auf die Frage, warum jemand ausgerechnet diese oder jene Profession ausübt. Der Arzt zum Beispiel will helfen, heilen, der Dichter sich vermitteln. Aber mit unserem Beruf verbindet sich keine derartige Motivation, die erklärt, warum wir das geworden sind, was wir vorgeben zu sein. In den 2000 Bänden meiner Zauberbibliothek habe ich in der Tat so gut wie keine Auskunft darüber erhalten, warum einer Zauberer wird. In den Biografien und Autobiografien der Taschenspieler wird immer wieder bloß erklärt, wie sie zu ihrem Beruf fanden. Und wenn sie dann Zauberkünstler geworden sind, waren sie um eine Übertreibung selten verlegen. Bescheidenheit ist keine Tugend der Täuschungskünstler. Sie nennen sich der Unerklärliche, der Große, der Unfassbare, der Unerreichte, der Mysteriöse. Sie geben sich Titel wie Hexenmeister, König aller Zauberer oder Kaiser aller Zauberer. Jeder von ihnen war und ist der Größte und Einzige seiner Zunft. Ist es nicht vielleicht die Sucht nach Originalität, Andersartigkeit, Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit, die einen gerade zum Prestidigitateur werden und einen Beruf wählen lässt, der wie kein zweiter Macht, ja Allmacht symbolisiert? Spiegelt sich nicht in solchen Selbstdarstellungen der Wunsch, die virtuos suggerierten Wunder tatsächlich vollbringen zu wollen? Wie die Mythen, Märchen und Sagen mit ihren Feen, Hexen und Teufeln, steckt die Zauberei voller Verwandlungsmagie. Die klassische Kunst der Täuschung hat ihre Wurzeln auch in atavistischen Traditionen von Tod und Auferstehung. Das Prinzip Teilen und wieder Heilen, wie in der im Mittelalter so beliebten Enthauptung, deren Opfer der Kopf wieder angehext wurde, oder, technisch raffinierter, in der 1874 von Horace Golding kreierten zersägten Jungfrau, die bis heute zum Standardrepertoire der Zauberei zählt. Es ist kein Zufall, dass das Beschwörungswort Hokus Pokus eine Verballhornung des lateinischen Hoc est corpus meum ist. Mit diesen Worten, das ist mein Leib, wird beim christlichen Abendmahl die Verwandlung vollzogen. Die Welt des Scheins erzählt von jahrtausendalten Wundern, die in den Tiefen des Bewusstseins verborgen sind, und lässt sie für Momente Wirklichkeit werden. Feste Materie wird von fester Materie durchdrungen. Schwerkraft wird aufgehoben. Verdoppeln, verdreifachen, vervielfachen sich. Vervielfacht sich auch das Ich des Zauberers, so wie es Georges Méliès, auf den wir später noch zu sprechen kommen werden, am Beispiel eines Orchestermusikers demonstriert. Thank you.
Unter den Taschenspielern gab es auch immer wieder solche, die ihre Fingerfertigkeit zu ganz anderen Zwecken als im Amüsement ihrer Zuschauer nutzten. Ihr einziges Kapital war ihr unverwüstlicher Glaube an die menschliche Dummheit. Ein Kapital, das hohe Zinsen trug. Sehr verbreitet war ihr Schwindel mit Heilmitteln. Da gab es Mixturen, die gegen jedes Gift immun machen sollten. Der taschenspielende Marschreier demonstrierte die Wirkung seines Wundergebräus an sich selbst. Vor den Augen des Zuschauers trank er aus eine manipulierte Giftflasche und blieb am Leben. Darauf könnt ihr Gift nehmen. War sein Versprechen, das er deswegen nicht einhalten musste, weil er längst über alle Berge war, wenn sich sein Mittel zu bewähren hatte. Diese Sorte Taschenspieler, man muss sie eigentlich Quacksalber nennen, wollte Ehrfurcht erregen. Sie gaben vor, mit dunklen Kräften in Verbindung zu stehen, die ihnen das verliehen, was den anderen Menschen fehlte, göttliche Allmacht. Sie nannten sich Wahrsager, Traumdeuter, Dunstmacher, Wettermacher. Die Kunstgriffe ihres eigentlichen Berufes, der Taschenspielerei, dienten ihnen dazu, ihre angeblichen Wunderkräfte wahr erscheinen zu lassen. Der prominenteste Vertreter dieses magischen Mogelgewerbes ist jedermann bekannt, Graf Cagliostro, der alle erdenklichen Arten von Zauberkunst und Spiegelfechterei zu seinem Lebensunterhalt machte. Aber jede Zeit hat ihre Wundertäter, die im Grenzbereich zwischen spielerischem Zaubertrick und betrügerischer Suggestion ihre Geschäftchen machen. Auch unsere Gegenwart hat ab und zu bauchredende Dentisten oder vermeintlich übersinnliche Gabelverbieger. Kostet mich jedes Mal eine Gabel. Oder ihre magischen Wunderärzte und Gedankenleser, die sich auch zum Beispiel des neuen Mediums Radio bedienen. Der sogenannte Magier Fritz Strobel aus Wien erregte in München durch eine Reihe von Experimenten Aufsehen, am meisten durch die Sache mit der Caro Dame und dem Rundfunksprecher. Zum Abschluss eines Experimentalabends im Regina Hotel ließ Strobel von einer Dame eine Spielkarte ziehen. Es war, wie sich später herausstellte, die Caro Dame. Strobel erklärte, der Sprecher des Bayerischen Rundfunks werde das Lesen der Abendnachrichten unterbrechen und die gezogene Karte nennen. Dies geschah tatsächlich und hier sehen wir, wie das Experiment sich im Regina Hotel zutrug. Mit dem nächsten glauben, dass die Karte genannt wird. Achtung! Der ungewöhnliche Vorfall wurde überall lebhaft diskutiert. Hypnose, Suggestion oder Trick, beziehungsweise abgekartete Sache. Das ist hier die Frage. Bestehe wenig Hoffnung, den Weltfrieden zu retten. Spatz forderte den belgischen Außenminister van Zeeland auf, von der Sowjetunion eine klare Darlegung ihrer Absichten zu verlangen. Regina Tarodane. Stimmt das? Auf jeden Fall war die Caro Dame daraufhin im Tagesgespräch Trumpf. Wer im Mittelalter die Kunstgriffe der Taschenspielerei dazu nutzte, den Wunderglauben seines Publikums zu schüren, setzt sich dem tödlichen Risiko aus, Opfer der Hexenverfolgung zu werden. Im Jahre 1584 erschien ein Buch, das mit solchen Vorstellungen aufzuräumen versuchte. Der englische Friedensrichter Reginald Scott beschreibt in seiner Schrift wieder die Unvernunft der Hexenverfolgung, The Discovery of Witchcraft, Aufklärung über Hexerei, die Taten der Teufelsdiener und Hexen ganz konkret als natürliche Kniffe und Tricks. Scott geht mit Sorgfalt auf die damals üblichen Taschenspielerkunststücke ein und verrät seinen Lesern bis ins letzte Detail die Geheimnisse der Zauberkunst. Als Aufklärungsschrift gedacht, wurde Reginald Scotts Werk zum Lehrbuch der Taschenspielerei, zur kompletten Enzyklopädie des Erscheinens, Verschwindens und Verwandelns. Fortan unterschied man zwischen teuflischer und natürlicher Magie. Bis weit hinein ins 19. Jahrhundert nannte man das Metier der Taschenspieler Magia Naturalis, natürliche Magie. Eigentlich, Sie wissen es, wir wissen es, ist der Zauberkünstler ein Spieler.
Er spielt also auf natürliche Weise, vor allem virtuos und kunstfertig, mit dem Urtraum der Menschheit, das Universum zu beherrschen. Stellvertretend für das Publikum, das er be- und verzaubert, vollbringt er spielerisch Wunder, die nur aufgrund eines Kunstgriffes möglich sind. Aber auch ohne diesen Trick möglich wären, wenn... Ja, wenn man wirklich zaubern könnte. Peseten? Ja, ich komme gerade aus Spanien. Die Zauberkunst lebt von dem paradoxen Umstand, dass sie nicht vormacht, dass das Vorgemachte nichts Vorgemachtes sei. Oder anders gesagt, Zauberer sagen ihrem Publikum, dass sie täuschen wollen. Und sie tun es dann wirklich. Ja, genau. Wir sind nämlich Wundersimulanten. Das Einmaleins der Verzauberung besteht aus einer Vielzahl artistischer Handgriffe, die nicht anders als spielerisch den Schein erwecken wollen, dass Mirakel möglich sind, ohne dabei das Denken an den Anfang zu stellen. Zauberei hat ja nicht mit Bluff zu tun. Sie will mit ihren Metamorphosen des Erscheinens, Verschwindens, Verwandelns, losgelöst vom Gedanken an den Zweck, etwas sichtbar machen. Und vielleicht sind das die verloren gegangenen Märchen und Mythen. Wenn das passiert, ja, dann gibt es plötzlich doch Zauberei. Erst Sie, meine Damen und Herren, machen unser Spiel zur Zauberei, wenn Sie an die Wahrhaftigkeit unserer Täuschungen glauben. Lange vor der Entwicklung der Wissenschaften menschlichen Verhaltens und menschlicher Wahrnehmung hat die Zauberkunst ihre eigene Psychologie der Täuschung entwickelt, um den Verstand, aber auch den Willen des Publikums zu überlisten. Das will ich mal testen. Vitus, nenne irgendeine Karte. Karo 5. Stimmt. Flip, auch ich habe deinen Gedanken vorausbestimmt, ihn hier mitgebracht. Nenn du mir irgendeine Karte. Pik 5. Pik 5 ist auch dabei. Hier ist sie. Eine der Techniken des Zaubers, dem Zuschauer seinen Willen aufzuzwingen, ist das sogenannte Forcieren, die gezwungene Wahl. Häufig, wenn der Zauberer den Zuschauer an seinem Spiel beteiligt und ihm die freie Wahl bietet, aus einer Fülle von Möglichkeiten eine zu bestimmen, bestimmt die Menschenkenntnis des Zauberkünstlers und nicht der Freiwille des Zuschauers das Gelingen des Kunststücks. Thomas Mann lässt in seiner Novelle Mario und der Zauberer seinem Magier Cipolla sagen, die Freiheit existiert und der Wille existiert. Aber die Willensfreiheit existiert nicht, denn eine Wille, der sich auf seine Freiheit richtet, stößt ins Leere. Und damit erklärt er zwar nicht die Technik, aber immerhin die Psychologie des Forcierens. Das Einmaleins der Verzauberung hat besonders in der Manipulation mit Karten viele Namen. Palmieren, filieren, glissieren, eskamotieren, voltieren, forcieren. Gerade hier geht es um die Lücken im Wahrnehmungs- und Denksystem des Zuschauers. Diese Karte kannte man schon 1776. Sie setzt auf ihres falsches Denken, meine Damen und Herren, auf ihre richtige und gerade deshalb lückenhafte Wahrnehmung. Sie zeigt, dass nicht wir die Zauberer sind, sondern sie allein diejenigen sind, die zaubern können. Mit der immer wieder erwähnten Geschwindigkeit, die keine Hexerei sei, hat die Zauberkunst nur sehr, sehr wenig zu tun. Sie kann ihre Psychologie auf zwei Arten einsetzen. Manuell handwerklich oder mit Hilfe eines Apparates. An
Einen Ball zum Beispiel kann man rein manipulativ nur mit den Händen erscheinen oder verschwinden lassen. Oder man bedient sich dazu eines Gerätes. Und solchen technischen Varianten entstanden im Zeitalter der naturwissenschaftlichen Forschungen und Entdeckungen. Sie brachten der natürlichen Magie einen neuen Aufschwung. Die Fingerfertigkeitskünstler wurden so auch zu Technikern der Täuschung. Sie bauten geschickte Apparate und Präzisionsgeräte. Einige davon haben wir hier aufgebaut. Sie sind zum Teil über 150 Jahre alt. Besonders effektvoll ist dieser Kartenrahmen, mit dessen Hilfe der Prestidigitateur eine vorher frei gewählte Karte magisch erscheinen lassen konnte. Aber der Zauberer braucht man natürlich trotzdem. So wie man den Zauberkünstler auch für dieses Würfelkunststück benötigt, bei dem der große Würfel seine Gestalt verändert. Oder zum Beispiel diese beiden magischen Eierbecher aus 1840 zum unsichtbar reisen lassen von einem Ei. Etwas jünger ist dieser Zauberapparat, der aus den 20er Jahren dieses Jahrhunderts stammt und mit dem der Zauberkünstler eine kleine Pflanze herbeizaubern konnte. Früher als andere waren die Zauberer mit den Gesetzen der Mechanik, der Optik und der Akustik, mit den Regeln der Mathematik, der Physik und der Chemie vertraut. Dass sie damit ein wenig mehr wussten als ihr Publikum, war ihnen bloß recht. Mechaniker und Privatgelehrte spezialisierten sich und lieferten dem Täuschungsgewerbe fantastische Zauberapparate eigener Fabrikation. Der Nürnberger Mechaniker Johann Konrad Gütle baute zum Beispiel Maschinen, mit deren Hilfe man Geister auf die Bühne zitieren konnte. Diese Geisterzitation funktionierte dank einer Laterna Magica, eine Art Diaprojektor, den Athanasius Kircher um 1650 erfand. Das Bild eines auf eine Glasplatte gemalten Geistes wurde mit Hilfe von Kerzenlicht auf einen Hohlspiegel geworfen und durch optische Linsen vergrößert auf die Bühne projiziert. Unter dem Brennpunkt des Hohlspiegels befand sich ein Räucherbecken, dessen Dämpfe den Geist in effektvolle Schwaden hüllten. Der französische Zauberkünstler Philippe, er gilt übrigens als Erfinder des Kaninchens, das aus dem Hut gezaubert wird, Philippe begann seine Vorstellungen mit einem dramatischen Eröffnungstrick. Er erschien, für die Zuschauer nur schemenhaft zu erkennen, auf der abgedunkelten Bühne und erklärte, er wolle die Bühne mit einem kleinen Zauberkunststück erleuchten. Daraufhin feuerte Philippe eine Pistole ab und in diesem Augenblick flammten Hunderte von Wachskerzen, eine andere Beleuchtung gab es damals nicht, selbstständig auf. Die Feinmechanik des Scheinlebens beflügelte erfinderische Automatenkonstrukteure, das Leben nachzuahmen. Jacques de Vaucanson präsentierte 1738 in Paris einen automatischen Querflötenspieler. Sein Glanzstück aber war eine künstliche Ente, die flügelschlagend Körner pickte und sie mechanisch verdaute. Zauberer versuchten stets, den Zeitgeschmack zu beeindrucken, ihn sich in ihren Kunststücken anzueignen. Kein Wunder, dass 1934 ein amerikanischer Zauberer mit seinem Maschinenmenschen Alpha Erfolg hatte. Zauberei und Science Fiction. Raise your right arm. Lower your left arm. Sit down. Lower your right arm. Jede naturwissenschaftliche und technische Entdeckung wurde von den Zauberern sofort untersucht, ob sie sich für ihr Wunderhandwerk eigne und für einen Trick gut sei, das Publikum zu erstaunen und zu verblüffen. Den Geist der Aufklärung sabotierend, machten sie so zum Geheimnis, was als Rätsel endlich gelöst schien.
Georges Méliès, ein Pariser Tausendkünstler der Jahrhundertwende, sah in der Erfindung der Kinematographie eine technische Fortentwicklung des Prinzips Täuschung. Zwischen 1896 und 1913 ließ Méliès als Autor, Regisseur, Produzent und Ausstatterin einer Person in mehrere hundert Filmen das Imaginäre zur Realität werden. In all seinen exzentrischen Kinostücken konnte dieser Kinopionier aber nicht verleugnen, dass sein eigentlicher Beruf der eines Zauberkünstlers war. Méliès war einen der letzten Vertreter des Golden Zeitalters der Zauberkunst. Zwischen 1820 und der Jahrhundertwende hatte sich die Zauberkunst einen neuen Rahmen geschaffen. Ihre Protagonisten suchten sich ihr Publikum nun nicht mehr unter freiem Himmel, sondern traten in Sälen, Salons und Theatern auf. Die Artistik der Täuschung hatte sich zur Bühnenkunst gewandelt. Sie war nicht mehr bloß darauf aus, verblüffende Tricks aneinander zu reihen, sondern suchte ihre Programme regelrecht zu komponieren, ihnen einen dramaturgischen Rahmen zu geben. Alexander Heimbürger, John Henry Anderson, Bellachini, Ben Ali Bey, Arnold de Bierre, Bartolomeo Bosco, Cazeneuve, Chung Ming Su, Alexander Herrmann, Kompas Herrmann, Harry Keller, Boitier de Colta, Lafayette, John Neville Maskelyne. Aus dieser Vielzahl bemerkenswerter Gestalten der damaligen Zeit ragen drei große Namen heraus: Ludwig Döbler, Dr. Johann Nepomuk Hofzinser und Jean-Eugène Robert Houdin. Bedarf's noch ein Diplom, besiegelt? Unmögliches hast du uns vorgespiegelt. Mit diesem Zweizeiler bedankte sich der 81-jährige Goethe bei seinem Verzauberer Ludwig Döbler für einen anmutigen Illusionsabend. Ludwig Döbler war ein Kind der Biedermeierzeit. Gekleidet in der Tracht eines altdeutschen Studenten, zauberte er aus seinem immer wieder leer vorgezeigten Hut hunderte kleiner Blumensträußchen, die er mit charmanten Komplimenten, freundlichen Verschen oder artigen Scherzen an die Damen im Saal verteilte. Seine Redensart, hier ein Streusel, da ein Streusel, noch ein Streusel, wurde zum geflügelten Wort. Döbler setzte auf Ästhetik und Schönheit. In seinen Darbietungen wurde niemandes Kopf abgeschlagen. Er verzichtete darauf, das Publikum zum Opfer seiner Täuschungen werden zu lassen. Döbler begleitete seine Darbietungen mit intelligenten Plaudereien und zeigte sich auf der Bühne, wie er war. Ein gebildeter, feiner Herr mit gutem Geschmack und exzellenten Manieren. Dasselbe sagte man auch von Dr. Johann Nepomuk Hofzinser, einem Landsmann und Zeitgenossen Döblers. Hofzinser, ein höherer Beamter im Finanzministerium Kaiser Franz Josefs, war ein Liebhaber der Zauberkunst, der sich in seinen freien Stunden ebenso intensiv wie kreativ mit der Theorie und Praxis des Metiers auseinandersetzte. Berühmt wurden seine Stunden der Täuschung, die er von 1852 an dreimal wöchentlich in seinem Wiener Heim gab. Hier traf sich abends die gute Gesellschaft und ließ sich von seinen geistreichen Vorträgen ebenso verzaubern wie von seinen virtuosen Kunststücken. In seinen Kartenexperimenten versinnbildlicht er mal ein Märchen, ein anderes Mal ein Gleichnis, ein drittes Mal ein tagespolitisches Ereignis. Er verfügte, dass nach seinem Tode alle seine Geräte und Aufzeichnungen vernichtet werden sollten. 40 Jahre nach seinem Tode rekonstruierte der österreichische Zauberkünstler Ottokar Fischer mit Akribie die poetischen und zarten Kunststücke Hofzinsers und vermachte sie an einen würdigen Vertreter der Zunft, nämlich Anfredo Marvelli, der Zauberei als hohe Kunst der leisen Zwischentöne pflegte. Robert Houdin war das schöpferische Genie der damaligen Zauberkunst schlechthin.
Dieser französische Uhrmacher, Feinmechaniker, Erfinder und Prestidigitateur baute am Palais Royal in Paris ein Theater und gab dort im Juli 1845 seine erste magische Soiree. Eines der ganz wenigen Originalgeräte Robert Houdins, das die Zeiten überdauerte, ist die Uhr in der Luft von 1847. Ein Kunststück, das wir Ihnen dank eines passionierten Sammlers von Zauberapparaten hier zeigen können. Das erfinderische Genie Robert Houdins, seiner Zeit um 50 Jahre voraus, ließ diese Uhr auf der Basis eines ausgetüftelten elektrischen Relais, das sich im Knopf verbirgt, funktionieren. Dieses gläserne Zifferblatt hing völlig frei an zwei dünnen Schnüren. Dessen ungeachtet drehte sich der Zeiger auf Wunsch der Zuschauer nach links oder rechts, blieb in jeder gewünschten Position stehen oder ging weiter. Robert Houdin schreibt, dass das einfachste Naturgesetz verlange, dass ein Gefäß größer sein müsse als sein Inhalt. Und er meint, dass Naturgesetze dazu da sind, scheinbar überwunden zu werden. Das einfachste Naturgesetz verlangt, dass ein Gefäß größer sein muss als sein Inhalt. Tatsächlich trat ich mit einer Zeichenmappe auf, die nicht mehr als einen Zentimeter dick war, und legte sie in die Mitte der Bühne auf zwei zierliche, voneinander abgerückte Gestelle. Daraus zog ich nacheinander erstens eine Anzahl Stiche, zweitens zwei reizende Damenhüte, drittens vier lebende Turteltauben, viertens drei riesige Kupfertöpfe, von denen einer mit Bohnen, der zweite mit glühenden Kohlen und der dritte mit kochendem Wasser gefüllt war, fünftens einen großen Käfig voller Vögel, sechstens mein jüngster Sohn zeigte dem Publikum sein lächelndes Gesicht, dann kam auch er aus dem schmalen Gefängnis hervor. Zu Zeiten Döblers, Hofzinsers und Houdins war die Kunst des Erscheinens, Verschwindens und Verwandelns Mode geworden. Bürger versuchten sich zu Hause anhand von Zauberbüchern als Freizeitzauberer. Kinder erklärten auf die Frage, was sie denn werden wollten, wenn sie einmal groß seien, für sie käme nur der Beruf des Zauberers in Frage. Goethe schreibt an Eckermann: Das Taschenspiel ist besonders in Gegenwart eines kleinen Publikums ein herrliches Mittel zur Übung in freier Rede und zur Erlangung einiger körperlicher und geistiger Gewandtheit. Zu Weihnachten 1830 schenkt Goethe seinen Enkeln ein Kästchen mit mancherlei Gerätschaften zu Taschenspielerkünsten. Solche Zauberkästen waren damals gerade Mode geworden. Aus dem ältesten Zauberkasten meiner Sammlung, der aus dem Jahre 1840 stammt, haben wir vorhin ja schon die magische Eiwanderung demonstriert. Dieser Kasten, der aus Deutschland kommt, zeichnet sich besonders durch die vielen aus Buchsbaum gedrechselten Holzteile aus. Aus Frankreich kommt ein wesentlich größerer Zauberkasten, der sich Physik nennt. Er ist etwa 100 Jahre alt und zeigt eine Fülle von den Kunststücken, die heute schon fast in Vergessenheit geraten sind. Zum Beispiel Jean de Lavigne, der schnelle Gesandte, oder die unzertrennlichen salomonischen Hölzer, die Korkbälle, die wir schon vom Becherspiel her kennen, ein Münzentablett, auf dem Münzen magisch vermehrt wurden, Flaschen, die scheinbar, unscheinbar hin und her wanderten, ein blaues Fass, in dem Kaffee zu Reis wurde, und ein Verwandlungsstativ. Wirklichkeit und Schein en Miniatur. Das Versteck der Zauberer sind die Wahrnehmungslücken ihrer Zuschauer. Nicht die Fingerfertigkeit oder die Technik machen die Zauberer zur Täuschungskunst, sondern ihr logisches Denkvermögen, meine Damen und Herren. Thank you.
Ihr logisches Denkvermögen ist sorgfältig im sogenannten Trick einkalkuliert. Indem Sie logisch mitdenken, laufen Sie in die gegenlogische Falle, die Ihnen der Zauberer gebaut hat. Grundsätzlich gilt für die Taschenspieler die Regel, je intelligenter das Publikum, desto leichter lässt es sich täuschen. Andere Künstler müssen niemals die Mittel verbergen, mit denen sie Schwieriges leicht erscheinen lassen. Ein Zauberer hat immer etwas zu verbergen. Jedes Wunder der Zauberei hat seine eigene spezielle Bürde, eben den Trick. Ist es wirklich so, dass die Kunst nun darin besteht, rechtzeitig die Aufmerksamkeit der Zuschauer vom schwachen Punkt abzulenken, an dem der Trick passiert? Der schwache Punkt der schwebenden Jungfrau zum Beispiel ist die physikalische Tatsache, dass kein Körper schweben kann, ohne dass er emporgezogen wird. Haben Sie, meine Damen und Herren, gewissermaßen als Eingeweihte nun, eine Ahnung, wie dieses Wunder funktioniert? Das beginnende Medienzeitalter der 50er Jahre stellte neue Anforderungen an den Zauberer. Lässig, immer strahlend und alles andere als rätselhaft sollte er sein. Helmut Schreiber, ein ehemaliger Filmproduktionsleiter, nannte sich nach Kiplings Dschungelbuchschlange Kalanak und schuf gemeinsam mit seiner Frau Gloria de Vos eine bunte Revue der Wunder, des Staunens und des Lachens, mit der er 15 Jahre um die Welt reiste. Kalanak war der perfekte Zauberer der neuen Medienzeiten. Er vermietete Reklameflächen in seinem Bühnendekor an Markenartikelfirmen. Eine Zigarettenfirma bezahlte ihm monatlich 10.000 Mark für die Erwähnung ihres Namens in der Konferenz. Kalanak war einer der ersten Zauberer mit eigener Fernsehshow. Da bin ich wieder, Sim Salabim. Kalanak, der weltbekannte Zauberer, und seine magische Revue begeistern immer wieder mit einem Feuerwerk von Tricks und Illusionen. Salabim, der geheimnisvolle indische Seiltrick, der nur den Größten unter den Magiern so vollendet gelingt. Man schrieb über ihn, dass er viel Schau und wenig Kunststücke mache. Aber gerade das bewies, dass er die klassische Regel beherzigte, dass das Geheimnisvolle nur ein Teil des Geheimnisses ist, wenn es ums Bezaubern geht. Simsalabim. Denn nur wem es gelingt, sich selbst hinter das Licht zu führen, täuscht auf die Dauer erfolgreich das Publikum. Der Zauberer muss also selber staunen können. Muss an seine Fähigkeit glauben, die Prinzipien erscheinen, verschwinden, verwandeln, wahr werden zu lassen. Ah.
vorausgesetzt, dass Sie damit einverstanden sind, sich vom Künstler täuschen zu lassen. Oder, wie Robert Houdin schrieb, die Kunst der Zauberer besteht nicht so sehr darin, wunderbare Dinge zu vollbringen, als darin, die Zuschauer zu überzeugen, dass wunderbare Dinge geschehen. Vielen herzlichen Dank. Ich habe mir gedacht, zu Beginn der Darbietung heize ich Ihnen im wahrsten Sinne des Wortes etwas ein. Sie brauchen aber jetzt beim Feuerschlucken keine Angst zu haben. Das habe ich schon zweimal gemacht. Jetzt stehen da zwei neue Häuser an den Stellen. Naja, und die richtige Temperatur hat es auch. Dann können wir ja gleich, ne? Das heißt können, Vertrag ist Vertrag. Ist lecker. Gebrannte Mandel verkaufe ich natürlich nicht hinterher, ne? Ist klar. So. Oh, pardon, möchten Sie, ist noch ganz warm? Sie mögen keine Reste, nicht? Das wird sein. Darf ich den Ball abnehmen? Ja, aber nicht aufessen. Vielen herzlichen Dank. Tja, läppert sich ja schon richtig zusammen, ne? Jetzt soll es also ein wenig Zauberei geben, aber ich muss Ihnen gleich sagen, liebe Gäste, zaubern kann ich natürlich nicht. Wer kann schon zaubern? Aber Sie sollen nicht enttäuscht werden, sondern im angenehmen Sinne getäuscht werden. Ich gehe mal gleich in Medias Sai. Ich habe drei Seile mitgebracht. Ein kurzes, ein verschieden langes und ein ganz langes. Das können Sie selber nachher mal mit Ihren Schnürsenkeln ausprobieren. Sie legen einfach alle Enden mal so nach oben in eine Hand, so etwa. Pusten dann drauf, das ist immer sehr magisch, so etwas draufpusten. Kräftig dran ziehen. Und schon haben wir 1, 2, 3 gleich lange Seile. Sieht doch ganz gut aus. 1, 2, 3 gleich lange Seile. Das ist ja richtig toll. Aber ich sagte ja gerade, Zauberei gibt es nicht. Irgendwo ist immer ein Trick, eine Täuschung verborgen. Es ist selbstverständlich nach wie vor immer noch so wie am Anfang. Es sind 3 verschieden lange Seile. Ne? Dankeschön. Herzlichen Dank. Jetzt sollen Sie aber nicht meinen, ich könnte nur so auf Distanz mit einem Seil zaubern. Nein, ich kann das auch mitten in Ihren Reihen, vielleicht mal mit Ihnen, junger Mann. Halten Sie bitte ein Ende nur fest, nur mal festhalten. So, jetzt habe ich Ihnen den Rücken zugekehrt. Sind Sie so freundlich, stehen Sie für einen Moment bitte auf. So, mit diesem Seil, na, das ist immer noch nicht so ganz glücklich. Vielleicht treten Sie doch kurz hier vorne hin, das wäre sehr liebenswürdig. So, liebe Gäste, mit diesem, na, jetzt sind wir hier hingegangen, jetzt könnten wir hier auch auf die Bühne gehen, nicht? Sind Sie so freundlich, kommen Sie bitte mit. Dankeschön, das ist sehr nett. Mein Vorname ist Vitus, Ihr Name ist? Ralf. Ralf. Angenehm. Einfach Ralf?
Naja, wir haben alle unsere Probleme. Ralf, Sie zaubern also jetzt ein bisschen mit. Darf ich Ihnen das Seil geben? Stellen Sie vielleicht so auf, dass wir das alle gut verfolgen können. Sehen Sie, ich bin doch richtiger Bühnentyp, Ralf, nicht? Ralf, ich brauche jetzt etwa 2 gleich lange Seile. Die schneiden wir einfach mal hier unten durch die Schlinge. Dann haben wir hoffentlich etwa 2 gleich lange Seile. Vielen Dank, Ralf. Ja, kräftig durchschneiden. Gleich mal nachschauen. Na, ist mein Versehen. Ich habe es nicht richtig gehalten. Darf ich Sie bitten, es zu egalisieren, Ralf? Ja, gut, probieren wir es. Dankeschön, ja. Und hier oben den Zipfelchen auch noch abschneiden. Ja, haben wir schon wieder. Hervorragend. So, mit diesen 2 gleich langen Seilen, Ralf, hat die gleich... Was? Ach, entschuldige, Ralf. Sind Sie vorhin nicht, egalisieren Sie bitte. Einfach so mal abschneiden. So, ja, mit diesen 2 gleich langen Seilen hat er so gleich lang jetzt geschnitten. Ralf, was machen Sie beruflich? Sie beschneiden keinen, nein? Ralf, also einfach... Noch ein Stückchen abschneiden und ehe irgendetwas passiert, machen wir jetzt schnell einen Knoten rein, denn wir brauchen wirklich 2 gleich lange Seile. Darf ich Ihnen diese beiden Seile mit dem Knoten verbunden einmal so über die Schulter legen? Die Seilstückchen dürfen Sie mir geben. Und jetzt wollen wir erstmal einen kleinen Kartentrick ausprobieren. Sie kennen Spielkarten? Ja. Ja, nicht? Was so ein Zocker ist, kennt ja Spielkarten. Das sind 32 Skatblatt. Wollen Sie mal kontrollieren? Zählen Sie bitte rasch mit. 31, 32 ja. Stimmt ganz genau, nicht? Ja, ich hab's gesehen. Na, wir können auch die Gegenprobe machen. 16 und 16, nicht? Ja. Tja, und wenn Sie die Karten kennen, können Sie wahrscheinlich auch gut mit den Karten umgehen. Mischen ist da sehr wichtig. Ich zeige Ihnen mal ein paar Mischmethoden, die ich so drauf habe. Diese Methode ist sehr beliebt für die Kurzfinger, im Gegensatz zu der Methode für die Langfinger, ne? Tja, dann gibt es noch die Methode der Schotten. Wissen Sie, wie die Schotten mischen, Ralf? Ich zeige Ihnen mal, wie die Schotten mischen. Die Schotten würden so mischen. Nein, das war jetzt geschwindelt. Die Schotten mischen da überhaupt nicht. Die leihen sich ein gemischtes Spiel. Tja, und dann... Dann gibt es noch das schnellste Mischen der Welt. Ralf, möchten Sie mal das schnellste Mischen der Welt sehen? Ja. Möchten Sie es noch einmal sehen? Nein, danke, dass Sie lügen. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Nein, jetzt wollen wir mal einen kleinen Kartentrick machen. Wie gesagt, Sie denken bitte mal an eine Karte und ich versuche, Ihren Gedanken aufzufangen. Einverstanden? Ja. Wunderbar. Haben Sie schon gedacht? Ja, alles klar. Das ging ja flott. Ja, mir kommt auch schon etwas in den Kopf, Ralf. Ich ziehe mal zur Kontrolle die Karte aus dem Fächer etwas hervor, an die Sie denken. Ich glaube, Sie denken an diese Karte. Nennen Sie uns laut die Karte, an die Sie denken. Pik Ass. Pik Ass, das ist richtig. Dankeschön. Ja. Ein bisschen Spaß mit Seil, Ralf. Aber Ralf, vielen herzlichen Dank. Wir haben ja noch das Seil mit dem Knoten in der Mitte. Halten Sie bitte ein Ende ganz fest. Und jetzt kann ich Ihnen, liebe Gäste und liebe Zuschauer, auch sagen, warum es wichtig war, dass wir 2 gleich lange Seile bekommen wollten. Denn so ein Knoten sollte immer in der Mitte sitzen, nicht? Stellen Sie sich bitte nur mal vor, der Knoten säße auf der Seite. Sieht das doch nicht so schön aus, nicht? Oder gar auf dieser Seite. Aber Sie sehen inzwischen, wir brauchen den Knoten nicht mehr. Das Seil ist ganz und ich darf mich bei Ihnen recht herzlich bedanken, dass Sie so toll mitbekommen haben. Dankeschön. Schönen Dank, lieber Vittus. Ich glaube aber, die treuesten Hobbitik-Zuschauer, die müssen dich eigentlich schon kennen, denn du hast mit deinen Zaubereien die Hobbitik begleitet. Naja, aber das ist schon fast 10 Jahre her, glaube ich. Ja, nicht ganz. 1975, das war es zum ersten Mal, und zwar in der dritten Hobbitik. Und danach hast du noch 2-mal mitgemacht. Ja. Also eigentlich müsste man dich schon kennen. Und heute, liebe Zuschauer, hat er uns sozusagen in unsere heutige Sendung hineingezaubert. Schabernack selbst gemacht. Das ist unser heutiger Titel. Die Zauberer, liebe Zuschauer, waren schon immer kleine Witzbolde und manchmal, vor allem im Mittelalter, auch große Filous und sogar Scharlatane. Aber du, lieber Vittus, hast mehr sich der spaßigen Seite des Zauberns gewidmet. Bist mehr ein Spaßvogel geworden. Ja, ich glaube, so ganz tierisch ernst kann man und sollte man die Zauberei heute nicht mehr nehmen. Ne? Ja. Was ich interessant finde an dir, dass du mehr oder weniger über eine Sammelleidenschaft zu dieser Zauberei gefunden hast. Und zwar bist du Sammler von diesen uralten, möchte ich sagen, ja. Zauberkästen, die eigentlich ins Museum gehören. Ja, ich mache jetzt übrigens im Rheinland in Viersen eine Ausstellung im Mai mit diesen Zauberkästen, weil ich finde, die Zauberkästen repräsentieren eigentlich einen sehr schönen Überblick über die Entwicklungsgeschichte der Zauberkünstler. Ja, finde ich auch, und vor allen Dingen bringen sie auch den Laien zum Zaubern. Ja. Und ein Verdienst von dir ist, dass du diese kleinen, beispielsweise hier Zauberspielchen, abgeleitet aus diesem alten Kasten herausgegeben hast, die kann man kaufen, und einen zweiten Kasten entwickelt hast, diesen doch, und den werden wir nachher in unserem Fernsehschirmspiel verlosen. Du hast uns ja da 2, ich hoffe, du stehst noch zu deinem Wort zur Verfügung gestellt. Natürlich, freue mich. Okay, lieber Vittus, wir sehen uns gleich nochmal am Stammtisch. Tschüss, bis gleich dann. Ne? Dankeschön. Tschüss. Aber Vittus, du hast auch noch was ganz Wichtiges. Ja, ich habe eigentlich ein fast unglaubliches Gebilde, das die Zuschauer mal zu Hause selber nachschneiden können, aus einem quadratischen Papier, das man so in so Zettelblöcken vielleicht findet.
sollte man versuchen, mit 3 Scherenschnitten so ein dachartiges Gebilde zu schneiden. Und oben auf diesem Dach ist ein Zapfen. Und wenn man sich das genau anschaut, dann scheint das eigentlich unmöglich zu sein, dass dieser Zapfen auf diesem Dachfirst auf beiden Seiten so herausragt. Wie gesagt, mit 3 Schnitten geht das aber. Ist vielleicht jetzt ein bisschen schwierig zum Erklären. Ja, aber wir schreiben das ja ganz ausführlich, liebe Zuschauer, in die Anleitung rein. Und der Vitus, der ist sogar Grafiker, der macht die Zeichnung dazu. Also es wird nachher klappen hier in der Kürze der Zeit. Ist es also nicht so ohne weiteres möglich zu erkennen. Aber ich habe es versucht und habe es also unheimlich lange habe ich darum geknobelt. Probieren Sie doch mal aus, wenn Sie die Anleitung haben, und stellen Sie Ihren Freunden diese Aufgabe. Sie werden sehen, die werden ganz schön daran rumknobeln. Es gibt natürlich dabei einen Trick. So, und nun möchte ich Ihnen noch eine weitere, ganz lustige physikalische Aufgabe stellen. Und zwar, Sie sehen, hier schwimmt in diesem Glas ein Eiswürfel, und die Aufgabe besteht darin, mit einem Faden diesen Eiswürfel herauszuholen, ohne ihn anzufassen. Alles, was man dazu braucht, steht normalerweise auf einem Tisch in einer Gaststube. Das zu Ihrer Vorinformation. Überlegen Sie es mal. Unterdessen zeigt der Vitus uns noch ein paar Tricks. Ne? Ja, auch mit dem Bindfaden. Ich habe 2 Bindfäden. Einen für den Jost. Den hältst du bitte mal in einem ganz fest. Den anderen halte ich fest. Und jetzt habe ich noch beide hier in der Hand verbunden. Jetzt ziehen wir mal stramm die beiden Fäden. Und dann haben wir plötzlich einen da draus gemacht. Hast du gesehen, wie wir das gemacht haben? Moment. Toll, nicht? So. Wir können aber auch gleich weiter damit zaubern. Ich habe mir gedacht, ich zeige ein bisschen etwas aus der Darbietung, die ich am Anfang der Sendung gemacht habe. Nein, nein, mit so einem Seilring. Den müssten wir jetzt einmal zerschneiden. Wenn wir den jetzt hier so zerschneiden, Just, dann weißt du ja ganz genau, kriegen wir 4 Enden und 2 einzelne Seile. Ja? Schneid einfach mal hier durch. Ganz? Ja, ja, richtig ganz durchschneiden. Ja. Hervorragend. Schneiden hast du gelernt. Verknote ich die beiden Enden miteinander, haben wir einen zweiten Knoten. Und darf ich dich bitten, wieder ein Ende festzuhalten, damit die Zuschauer sehen, dass hier wieder ein Knoten ist. Der darf eigentlich nicht so nah an dem Knoten sitzen, der müsste weiter hier sitzen. Ne? Und du siehst, dann haben wir auch dieses kleine Kunststückchen wieder dahin gebracht, dass das Seil wieder ganz ist. Und den ne? Knoten? Hervorragend. Ja, wenn ich zaubern könnte, dann wäre er auch weg, ist ja ganz klar. Ne? Tja, zur Auflösung. Wie man aus 2 Fäden einen macht, sollte man vielleicht so zeigen, dass man so eine Packschnur dazu nimmt, die aus mehreren einzelnen Teilen besteht, und die kann man in der Mitte etwas aufdrehen und lösen. Und dann nimmt man so 2 dieser Enden und zwirbelt die zusammen. Das gibt dann die Illusion, wenn man den Daumen da drauf hält, dass 2 Bindfäden runterhängen. Jetzt braucht nur stramm gezogen zu werden und man hat wieder einen. Fauler Trick. So, das andere, das erkläre ich natürlich auch mit Zeichnungen in der Anleitung, ja, ganz genau. Das ist hier etwas schwierig. Ich erzähle nur das Prinzip. Man muss das 2-mal rumlegen, dass eine soartige Figur dabei entsteht. Und wenn man jetzt hier durchschneidet, schneidet man eigentlich nur dieses Stückchen aus dem langen Seil heraus. Und dieses Stückchen gibt dann auch den falschen Knoten, einfach hier zusammenknoten, kann man dann ohne weiteres auf diesem Faden hin und her ziehen und so dann wieder das Seil ganz erscheinen lassen. Das ist alles. Übt Ihre Anziehungskraft auch durchaus ohne poetische Unterstützung. Das kann man zum Beispiel gegenwärtig im Clemens-Seels-Museum in Neuss erfahren. Da gibt es eine private Zauberkastensammlung zu sehen. Nicht groß, man könnte fast dran vorbeigehen, aber wer stehen bleibt, Aukelei gefangen nehmen lassen. Und da der Sammler selbst ein leidenschaftlicher Zauberer ist, kommt da eins zum anderen. Mit diabolischen Zügen ist die Zauberei eigentlich nur vom Aberglauben ausgestattet worden oder von der üblen Nachrede oder aber von den Zauberern selbst, wenn sie es für werbewirksam hielten. Den Teufelskerlen des unheimlichen Gewerbes konnte in den 20er Jahren kein Plakat, das ihren Auftritt ankündigte, grell und groß genug sein. Aus unschuldigen Gauklern waren Illusionisten geworden. Das Reich unseres Sammlers ist nicht von dieser Welt, auch wenn er die Plakate mit Stolz präsentiert. Es sind ja schließlich auch noch lithografisch hergestellte Blätter, die gegenüber heutigen Druckerzeugnissen den Vorzug rechtschaffender Individualität besitzen. Die Schätze, die es zu besichtigen gilt, ruhen in Schachteln und Kästen und lassen, zumindest in den deutschen Verpackungen, keinen Zweifel über ihre Bestimmung aufkommen.
Diese Kartons sind 100 Jahre alt. Mit ihrem Inhalt haben Kinder und Erwachsene gezaubert, als Wilhelm I. regierte. Nicht, dass das eine mit dem anderen zu tun hätte. In Frankreich erlebte man gerade die Dritte Republik und zauberte auch. Das ist Jean de la Vigne, ein Republikaner aus Holz, in einem besonders prächtigen Zauberkasten. Hier sind die klassischen Requisiten beisammen, die in mehr oder weniger allen Zaubersets vorkamen und die man von den Taschenspielern übernahm. Da ist das Hirsefass, aus dem die Hirse auf rätselhafte Weise verschwindet. Da sind die drei Zinkbecher, durch die, wie wir noch sehen werden, die drei Korkkugeln wandern. In dieser blauen Dose verwandelt sich Reis in Kaffee. Und das ist eine Spardose, aus der nur der Zauberkünstler das Geld wieder herausbekommt. Die Franzosen nannten und nennen wohl noch heute diese wonnigen Arrangements, in denen es so puppenstubenhaft zugeht, etwas ernüchternd Physik oder, wenn es hochkommt, Physik amüsant, also unterhaltsame Physik. Sie sind eben doch ein sehr unromantisches Volk. Damit also keine Missverständnisse aufkommen, mit diesen Kästen zogen nicht die Taschenspieler umher, damit spielten die Bürger. Und nun soll unser Sammler, der selbst ein Zauberkünstler ist, seinen angemessenen Auftritt haben. Ja, diesen Zauberkasten habe ich vor etwa 5 Jahren in Paris erstanden. Ist ein sehr schöner Kasten, zeigt sehr viele Requisiten, mit denen damals die Taschenspieler auf den Straßen und Märkten ihr Publikum unterhalten haben. Zum Beispiel auch dieses sehr hübsche Gerät, ist eine gedrechselte, aus Buchsbaum gefertigte Holzvase oder Ballvase, sagen wir auch dazu. Ein kleines Bällchen befindet sich da drin. Und dieses kleine Bällchen lassen wir jetzt auf magische Weise wieder dazu wandern. Dass man beim Wort Ballvase doch partout an den anderen Ball im Ballsaal denken muss, oder geht's Ihnen anders? Was da sichtbar wird, nennt man Eivase. Im Ernst, weil da nämlich mit dem Ei gemacht wird, was vorhin mit dem Ball gemacht wurde. In dieser Vitrine hat Hans Witt die Entwicklung seines schönen Spielzeugs von den Anfängen bis zur Gegenwart darstellen wollen. Gelungen ist ihm, nebenbei, eine Dokumentation des Niedergangs. Hier noch die guten, soliden, sauberen Arbeiten des 19. Jahrhunderts und der Jahrhundertwende. Da sind die Stücke handgedrechselt. Und der Hersteller hat vermutlich einen kleinen Trick zur Probe gemacht. Und dann die Kunststoffwelt der Gegenwart. Lieblos, fantasielähmend, deprimierend. Das Fernsehen spielt seine beflügelnde Rolle. Das Märchen kommt aus der Dose. Probiert wird der Trick, wie man beim Zaubern gähnt. Immerhin, diese Pappbecher sollen von den Kindern selbst gebastelt werden. Da könnte es ja wieder etwas bergauf gehen. Wenn didaktische Absichten im Museum einmal wirklich lebendiges Interesse gefunden haben, dann bei dieser kleinen Ausstellung in Neuss. Da sind die richtigen Besucher versammelt. Hans Witt wird zu Vitus Witt, dem Taschenspieler. Und da muss er sich auch gar nicht sehr verstellen, denn seit 2,5 Jahren ist das schließlich sein Beruf. Dankeschön, war der immer schon so kurz? So, 3 Seile, ein kurzes Seil, ein verschieden langes und ein ganz langes. Das kann man nachher mit einem Schnürsenkel mal versuchen, selbst nachzumachen. Alle Enden nach oben legen in einer Hand, so etwa. Dann darauf pusten, das immer etwas magisch aus, nicht so ein bisschen pusten. Kräftig dran ziehen und schon haben wir 1, 2, 3 gleich lange Seile. Sieht doch ganz gut aus, nicht? 1, 2, 3 gleich lange Seile. Aber ihr sagtet ja ganz richtig, Zauberei gibt es nicht. Irgendwo ist immer ein Trick, eine Täuschung verborgen. Es sind selbstverständlich nach wie vor in Wirklichkeit immer noch 3 verschieden lange Seile. Ja? Wie schön ein so kunstvoll gestaltetes Deckblatt sein kann. Und gleich das nächste und beide zusammen. Die Komposition verrät den Ästheten. Hamleys Cabinet of Magic hat einen dekadenten Charme, als wäre es eine Lieferung für Virginia Woolf. Seit 16 Jahren, und das heißt sein halbes Leben schon, sammelt Hans Witt diese Stücke. Von Haus aus ist er Grafiker, aber eben nur von Haus aus. Von Passion ist er Zauberer. Das hat ihm schon in der Schulzeit zu schaffen gemacht, respektive seinem Vater. Jetzt lebt er davon, will ganz bewusst an die Taschenspielertradition anknüpfen mit Auftritten im Freien, auf Stadtfesten und Jahrmärkten. Dem Vater wird vielleicht das Herz bluten, aber der Sohn hat sich einen Kindertraum erfüllt. Und wenn er nicht gerade zaubert, arbeitet er an Veröffentlichungen oder
erfreut sich seiner schönen Sammlung. Ein sehr typisches Kunststück der damaligen Taschenspieler war auch folgendes mit den drei Bällen, oder man sagte auch drei Ballen. Diese drei Ballen oder Bälle hatten Namen, das ist Benedikt, das ist Maledikt und das ist Omnidikt. Und dazu gehören auch drei Becher, die haben allerdings keine Namen, sind leer, sind alte Zinkbecher. Und diese Bälle und Becher machten nun folgendes Spiel. Legen wir einen Ball hier auf den Boden, geben den zweiten Becher da drüber, sprechen einen Zauberspruch, Hokus Pokus, ist der Ball durch den Becherboden gedrungen. Und das gleiche machen wir nochmal mit dem zweiten Ball. Nehmen jetzt diesen Becher, Hokus Pokus, wandert auch dieser Ball dazu durch den Becherboden. Mit dem dritten Ball machen wir es etwas schwieriger. Wir setzen ihn nicht auf den Becher, sondern auf den zweiten Becher, so dass der Ball jetzt durch zwei Becherböden hindurchwandern muss. Hokus Pokus, und da sind alle drei Bälle wieder vereint unter dem Becher. Nun können aber auch die Becher noch wesentlich mehr. Nehmen wir zum Beispiel mal so einen Ball in die Hand, schlagen ihn in das Ohr, dann kommt er wieder unter dem Becher zum Vorschein. Mit dem zweiten Ball machen wir es etwas anders, den schlagen wir so durch den Tisch hindurch, dass er unter dem Becher wieder erscheint. Und den dritten Ball, den geben wir in die Tasche und lassen ihn dann einfach so wieder erscheinen. Und dann fragen sich manchmal die Zuschauer, wie macht denn dieser Kerl das? Und das haben sich auch damals im 19. Jahrhundert die Zuschauer gefragt. Und dann sagt man, tja, man hat einen vierten Ball. Allerdings ist dieser vierte Ball ein wenig größer. Meine Damen und Herren, nennen Sie...